Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Off-Race. Wir sind mit Zirk erstmal wieder durch. Wir sind jetzt auf Protoss hängen geblieben und bin mal gespannt, gegen was wir spielen. Von mir ist alles außer Zirk. Also ich glaube, da hätte ich als Protoss am meisten Schiss vor vom Zirk, weil ich halt keine Ahnung, wie ich das Positioning und so mache. Okay, Protoss gegen Protoss ist für mich so... Keine Ahnung, wer zuerst Aggression macht, gewinnt. Ja, mag vielleicht falsch sein, aber was habe ich schon an Erfahrung an PvP, deswegen. Ich wollte gerade sagen, man hat auf jeden Fall eine sichere Pocket Expansion, das gefällt mir. Finde ich gut. So, können wir einen Pylon haben. Und können wir mal gucken gehen, was der Gegner macht. Ein bisschen scouten. So, die Probes sind unterwegs. Sieht relativ safe aus, die Map. Ein langer Weg zum Gegner. Also. Wenn das der einzige Übergang ist. Holy shit. Ja, wir wollen unser Warpgate nicht vergessen. Und direkt das Gas hinterherhängen. Und gleich schon den zweiten Pylon bauen. So, schauen wir mal, ob er sofort ext oder ob er irgendeinen sexy Tag macht. Also ich sehe noch keine Expansion. Das ist erstmal gut für uns, weil wir haben auch keine gebaut. Der hat sich da eingeholt, ist auf einem Gas, genau wie ich. Ein zweiter Pylon, den vermisse ich noch, weil ich glaube, den sollte man haben. Jetzt will er auf jeden Fall exen. Dann wollen wir auch exen. Wenn er so spielt, spielen wir auch so. Meiner. Ja, da hat er kurz die Deckung vernachlässigt. Wir wollen einen Cybernetic Core bauen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und vor allem die Exe setzen. Er hat jetzt minimal Vorsprung mit der Exe. Hat dafür einen Walker verloren. Naja, ist jetzt kein wirklicher Ausgleich, aber man fühlt sich ein bisschen besser. So, dann setzen wir den Scheiß dahin und beobachten mal, was er so macht. Unser Probe ist ja wieder ready. Sein zweiter Warp-Knoten ist auf dem Weg, Cybernetics Core ist auf dem Weg und er ist ziemlich weit am Rausgehen. Er hat noch eine Probe rausgeschickt, also ich denke mal, der will... Hier ist das neue Funktions-Upgrade. Nee, erneut erinnern. Holy shit, mein Windows will mich übers Kreuz legen. Okay. Dann scheißen wir gerade mal auf Windows und... Nein, mach das nicht. Windows ist cool. So, ich glaube, noch ein Pylon wäre nicht schlecht. Was? Nein, lass das. Lass das. So, dann füllen wir mal unser Gas auf. Gucken, dass wir noch einen Gate rankriegen. Und dann hätte ich auch schon gerne ein Robo-Bild. Also wir werden auf jeden Fall auf eine Robo gehen und gucken, wie wir damit klarkommen. Ein paar Stalker und ein paar Immortals sind eigentlich immer gut. So, Kollege. Kollege Probe. Sag mir nicht, die Probe ist schneller. Kann doch gar nicht sein. 3-9. Aber 4-1. Fuck you! So, ich habe tatsächlich vergessen, die Warp Gates zu bauen. Aber wir haben noch eine Probe bekommen, haben schon zwei Probes getötet. Das macht uns natürlich total überlegen ihm gegenüber. Bauen da noch ein Depot. Aber wir haben zu viele Depots, wenn wir ehrlich sind. So, Quatsch, Pylonen. Aber lieber so als anders. So, das ist jetzt alles unterwegs. Ja, wir wollen wirklich Stalker-lastig bauen. Ich denke, da kann man als Protoss nicht viel verkehrt machen. Ein Adept, um ein bisschen zu scouten. Ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Der ist ja recht schnell, der Kerl. Nicht so schnell wie ein Stalker, also wenn er mal Stalker hat, kann er uns auf jeden Fall hinterher scheuchen. Aber das regeln wir schon. So, dann wäre schön, wenn das fertig wird. Wir können auf jeden Fall ein Mothership vorbauen, den habe ich ehrlich gesagt vergessen. Und vielleicht auch ein Tempel des Zwielichts, also Blink zu den Stalkern schmeckt gut. So, dann schauen wir mal, ob er vielleicht circa schon Green in die dritte genommen hat. Weil das würde ich gerne punishen wollen. Die Schlacht. Nee, aber nichts dergleichen. Vielleicht hat der Sneaky Void Race oder wir irgendeinen komischen Deck. So, wir sehen einen Warp-Knoten im Weiteren. Vorwärts.
sehen ein paar Einheiten, also nichts Interessantes tatsächlich. Ja, man hat schon gesehen, die Sichtweite von den Adepts, während sie in diesem komischen Modus sind, wurde extrem runtergeschraubt. Was ich erstmal begrüße, weil ich fand das immer schon übertrieben, dass man eine unverwundbare Einheit hat, die eigentlich alles scouten kann, was man will. Streiten sich die Geister, aber nur mein Eindruck. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir relativ gleich auf sind. Deswegen, wenn ich mit den Blinkstalkern komme, könnte ein bisschen Micro es vielleicht reißen an der Stelle. So, wir bauen uns auf jeden Fall mal einen Warp-In-Pylon. Vielleicht sogar hier hinten. Ne, wobei, das da hinten ist kacke. Wir bauen einen Warp-In-Pylon hier hinten. Das war schon ganz gut. So, da ist unser Immortal. Mal schnell eine Probe zwischenschieben und dann auf jeden Fall ein paar Einheiten ran warpen. Wir können selber noch ein paar Warp-Gates bauen, noch einen Pylonen dazu. Jetzt haben wir kaum Geld für neue Einheiten, aber das passt schon, denn das Geld, das fließt. Und das Gas ist auch so ein bisschen das Problem, aber ich verrate euch was, ist auch schon vorbereitet. So, dann sollten wir vielleicht langsam mal exen. Ich würde gerne auch langsam losgehen, wenn wir da sind. Sollte der Blink ungefähr fertig sein. Und der Warp-In-Pylon sowieso. Ah, da kommt auf jeden Fall der Gegner. Also der will anscheinend auch ein bisschen Aggression zeigen. So, das war auf jeden Fall sein Warp-In-Pylon. Sein Warp-Knoten. Also das gefällt mir sehr gerade. Er kommt auf jeden Fall gerade. Wir warpen da rein über die Ecke. Der ist jetzt bei uns am Pushen zu Hause. Mit einem Warp Prism. Aber ich denke, das können wir abwehren. Das werden wir abwehren, ohne Probleme. So, damit kann er weniger Einheiten bauen. So, das läuft gut. Sein Imo ist weg. Ihm fehlen Einheiten. Wir haben zu Hause auf jeden Fall abgewehrt. Er hat zwar hier jetzt einen neuen Imo, aber dem klauen wir ihn kurzerhand. Gucken, dass wir hier noch ein bisschen Damage machen und verschwinden dann. Nein! Naja, aber wir haben den Damage gemacht, den ich haben wollte. Wir waren nur ein bisschen zu früh weg, wenn man ehrlich ist. So, dann zurück an die Arbeit, Leute. Wir hätten noch Blink gehabt, aber wir hatten generell zu wenig Einheiten da hinten. So, dann können wir mal einen Colossi Bay bauen, um unsere Einheiten Vielfalt ein bisschen gefährlicher zu gestalten. So, und dann gucken wir auf jeden Fall, dass wir uns ebenfalls hierhin einmal ausbreiten, weil das ist uncool, dass er hier rein warpt mit seinem Warp Prison. Wir haben auf jeden Fall die Immortals behalten. Er hat seine Immortals fast beide verloren. Einen hat er leider noch. So, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwas abfarmen können. Nee, aber wir werden uns den Weg hier auch aufsprengen, damit wir schneller reagieren können, wenn Krieger kommen, die wir abwehren müssen. So, ein zweiter Colossi Bay wäre nicht schlecht. Quatsch, eine zweite Robo wäre nicht schlecht. So, wir spielen hier so ein Classic Tech so. Eine Forge haben wir auf jeden Fall vergessen. Forge ist extrem wichtig und die Laserstrahlers. Upgrade, bitte. So, dann die Gates ausklappen. Die Worker schon mal in die neue Echse schieben. 5 Stück, 6 Stück, bitte rüber. Hier können wir bestimmt auch schon welche abziehen. So, damit ist die Echse dann auch schon fast saturated. Können wir dann noch ein paar abbrechen. Hier ein bisschen in die Queue setzen. Ja, man merkt schon, ich bin da recht aggressiv. Die ganzen Steine schon mal am Aufknüppeln. So, und Kolosse könnten wir jetzt auch langsam bauen. Wir brauchen nur ein paar mehr Mineralien. Supply ist in Ordnung und wenn die Kolosse kommen, haben wir vielleicht schon ganz gute Chancen durchzupushen. Wir könnten auf jeden Fall mal gucken, wie es hier mit seiner... Na, ich glaube, dahin würde er nicht expandieren. Warum auch? Macht keinen Sinn. Aber er hat schon eine dritte genommen und die läuft. Was ist denn seine Composition? Immer noch Stalker. Ich glaube, dass wir mit... den Kolossen, sobald die da sind, definitiv tödlich durchpushen können. So, dann definitiv das Scheißzeug hier abwehren.
wir pflichten. Was ist euer Begehr? Im Namen der so, sehr schön. Jetzt hört er nämlich auch auf zu nerven. So, finde ich super, sehr schön. Okay. Ja, der haut auf jeden Fall ab. Hat A klickt und verliert seine Stalker, die er hier hinten hat. Von mir aus, kein Problem. Na gut, die ersten Kolosse sind fertig. Die zweiten Kolosse kommen sofort in die Bauschleife. Ein bisschen Supply Block sind wir. Allerdings halb so wild, denn ich glaube, das wird ein ziemlich erfolgreicher Push. Und wie ich das glaube. Können trotzdem schon mal da die Echse setzen, denn ist ja noch nichts gewonnen. Ist ja nur Spekulation bis jetzt. Ebenfalls noch eine Forge, noch ein Teil zu Hause setzen. Wir können hier gerade engagen. Ja, die Kolosse machen Schaden. Allerdings nicht da, wo sie sollen. Wir haben auf jeden Fall mehr Immortals. Das gewinnen wir locker. Okay. Dann können wir hier nochmal alles reinwarpen, was wir haben. So. Unsere Einheiten kommen vielleicht ein bisschen zu spät. Aber da sind sie. Die Immortals leben so gut wie alle noch. Dann fokussen wir mal seinen Immortal raus, weil der ist definitiv das, was hier alles wegtankt. Nee. Da kommt er und fokussiert uns hier raus. Nee, wir müssen abhauen. Das bringt nichts. Ja, er versucht auf jeden Fall jetzt seinen Warp-In-Pylon, also unseren Warp-In-Pylon dazu fokussen, was auch clever von ihm ist, wenn wir ehrlich sind. Ja, war ziemlich knapp das Engagement. Also, vielleicht war unsere Position nicht die stärkste, aber ich glaube, die Kolosse sind definitiv eine gute Wahl in dem Kampf. Er hat wahrscheinlich auch ein paar bessere Upgrades, was gar nicht so schwer ist, ja. So, was wir vielleicht noch machen könnten, auf jeden Fall mehr Stalker bauen. Ihr seid so gut wie durch. Und die Echse ist jetzt bereit. Das heißt, geht da mal auf jeden Fall hin. Mehr Einheiten. Die Kolosse sollten jetzt gleich fertig sein. Vier Kolosse kann man nicht verschmähen, die nehmen wir mit. Hier ist auch jede Menge, das wir noch rüberschicken können. Und da kommt er wieder. Ja, also der will definitiv durchpushen, allerdings wird er merken, dass wir techmäßig definitiv überlegen sind. Vor allem jetzt vier Kolosse. Das ist ein massiver Schadensoutput, den wir da mitmachen können, was AOE angeht. So, er kann natürlich super angreifen, wenn er irgendwie einen Repulsor oder so hat. Ich bin Protoss Micro voll, bin ich ganz ehrlich. Habe ich momentan kein Interesse daran, das zu verbessern. Also, das ist definitiv Todesurteil. So, gucken wir mal, was hat er denn? Er hat eine Menge Stalker, ja? Ja, wir haben auch eine Menge Stalker, das passt. Er pusht gerade, also ich glaube, wir pushen uns gerade gegenseitig zu Tode. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir hier uns verteidigen. Er kommt auf jeden Fall zurück. Er kommt zurück, das ist wunderbar. Er meint, er muss sich verteidigen. Ich glaube, es ist gelaufen für ihn dadurch. So, wir fokussen ihm die Echse hier weg. Und da kommt er. Er hat tatsächlich eine Menge Stalker. Wir aber auch. Blinken die ein bisschen durch die Gegend. Vor allem kommt er an unsere Kolosse nicht ran. Ja, also er hat alles verloren. Alles wunderbar. Da geht er raus. GG gibt's nicht. Ja gut. Lief gut. Die Kolosse waren definitiv die bessere Entscheidung. Ich weiß nicht, was er mit seinem Geld gemacht hat. Ich würde gerne mal ein bisschen ins Replay reingucken. Denn, sind wir mal ehrlich, der hatte ungefähr so viele Stalker wie wir. Hatte aber weniger Immortals. Na gut, wir haben ihn auch im ersten Push Immortals rausgefokust. Das war definitiv stark. Ja, keine Ahnung, was er gemacht hat. Gut, er hat natürlich Geld verschwendet mit dem Warp Prism Push hier. Den er dann so ein bisschen verkackt hat. Wir hatten Glück, wir hatten den Immortal zu Hause. Wir konnten das mit dem Immortal und Probes zurückpushen. Aber er hatte in dem Moment gar kein Interesse mehr, den Push fortzusetzen. Ich glaube, er hat wieder eingepackt und ist abgehauen. Ich glaube nicht, dass wir die Stalker da platt gemacht haben mit dem Emo. So, Eco-Wise
ziemlich gleich momentan. Er hat 3 Gates, ebenfalls die Grobo, wahrscheinlich gerade einen Ops gebaut. Da ist auf jeden Fall, da kommt er. So, unser Warp in Pylon natürlich hier schön gewesen, konnten wir eben schön reinforcen. So, und hier haben wir uns gesehen. Gut, das war natürlich auch tödlich für ihn. Also das will man nicht verlieren. Das ist sein Ticket nach Hause. So, und das hat er so eben verloren. So, von der Armgröße fast gleich. Er hat einen Adept mehr. Ansonsten? Ich sag ja, das ist Protoss, das ist so ein Mirror-Matchup. Ich hasse das. So, da kommt er mit seinem blöden Warp-Prison. Und in dem Moment kommt der Emo. Das ist halt einfach gut gelaufen. Ich glaube, da habe ich dann auch... Ich weiß nicht, wann ich ausgewählt habe, um zu verteidigen. Die Probes abgezogen, Emo gesehen, Emo losgeschickt und dann, glaube ich, mit die Probes losgeschickt. Ja, nachdem der Emo da war. Okay, der Emo hat die aber alle bekommen. Alles klar. Gut abgewehrt. Die Zirker konnten natürlich nicht durch wegen den Probes. So, hier der eine Emo rausgefokust und unser Emo schön den Damage am Verteilen. Also das läuft gut. Er hat noch einen neuen Emo. Ja, ist halt... Hier, das war doof. Da bin ich... Ah, nee, wir haben den sogar noch bekommen. Ich dachte, da wäre noch einer gewesen, den wir nicht bekommen hätten. Ach, das war der Pylon, den wir nicht bekommen hatten. Okay, dann haben wir ihn natürlich 2 Emos rausgepickt, was echt massiv ist. 250, 100 sind die Kosten. Vor allem... Ja, es lief hier echt gut. Ab dem Moment waren wir so ein bisschen über Berg. Also wir konnten uns ein bisschen nach hinten lehnen, haben geäxt, hatten noch eine Army. Ja, unsere Army war ja ungefähr genauso groß wie seine, allerdings mit 2 Emos mehr. Und das ist massiv, wenn der Kampf Stalker gegen Stalker aussieht. So, aber ich habe seine Entscheidung merkwürdig gefunden, nicht durchzupushen. Ich meine, klar, wir hätten vielleicht noch ein bisschen zu Hause aufbauen können, vielleicht noch ein paar Emos rauspumpen können und hätten das vielleicht gerade so abwehren können. Also im besten Fall. So, aber im schlechtesten Fall hätte er uns platt machen können in einem Base Trade. Ich meine, wir hätten offensichtlich auch das Base Trade wahrscheinlich sogar noch gewonnen aufgrund der Kolosse. Aber ich glaube, die Entscheidung zurückzugehen war definitiv die falsche. Er hat damit seine Echse gesacrificed, wenn das hätte abwehren können und wäre definitiv hinten gewesen. Ja, aber das hier war auch so, wahrscheinlich so A-Klick, seine Einheiten irgendwo hingezogen. Nee, oder? Nee, keine Ahnung, warum er immer wieder da lang gegangen ist. So, dann kam der Blink von uns und plötzlich waren wir eine Menge. In die Emus reingeblinkt. Wunderbar. So, Upgrades-mäßig war er wahrscheinlich besser, wenn er überhaupt Upgrades gebaut hat. Ja, er hat Upgrades. Hier ist die Forge. Zu dem Zeitpunkt war mein Upgrade noch nicht mal im Bau. Aber hier der Push, der war definitiv kacke, also. Von uns konnte bei weitem nicht alles angreifen immer. Die Kolosse haben scheiß Hits gemacht. Die haben, glaube ich, allerhöchstens immer 2 Einheiten getroffen. War nicht schön. Also hätten wir uns so rum aufgestellt und ihn gezwungen, über diese Ecke kommen zu lassen, oder hätten wir uns hier aufgestellt oder ihn auf den Chokepoint gezwungen, aber so war das nichts. Gut, unsere Emos haben das gecarried, also die Stalker, die sind halt Pustekuchen für den Immortal. Und das war doof, dass der Pylon hat ein falsches Positioning. Ich glaube, hier wäre besser gewesen. Und dann hätten wir uns jetzt so ein bisschen zurückziehen können und hätten ein bisschen Zeit totgeschlagen. Ich meine, man sieht ja, die Emos, die rasten aus. Die kriegen Kills ohne Ende auf den Stalkern. Und die Stalker haben ja auch nochmal ein bisschen gecarried, aber das hätte besser sein können. So, hier nochmal auf jeden Fall den Emo gefokust, weil Emos doof sind. Hat er gerade auch nochmal gemerkt. Ich meine, holy shit, der hat 5 Kills, der hat 12 Kills, 13 und der hat 9 Kills. Und da sind 10. Also die haben sich definitiv finanziert. Die haben mehr Stalker getötet, als man zählen kann. Also, war ganz in Ordnung. So, und dann gab es gleich nochmal die Phase, wo er sich aufgebaut hat. So, da kommt er über die Seite. Das ist die Frage, was hat der denn getaggt? Auch ein Colossi Bay. Aber weder Repulsor noch irgendwie Kolosse gebaut. Ich meine, Mineralien hat er gehabt, aber alles in Stalker investiert. So, da kam er nochmal. Das habe ich gar nicht mitbekommen, glaube ich. Das habe ich mitbekommen. Nur, dass er dann einen anderen Weg eingeschlagen hat, das habe ich nicht mitbekommen. Aber das war in dem Moment dann noch sein großes Problem. Und das sind echt nicht so viele Stalker. Das hätten wir vielleicht abwehren können. Was ein bisschen doof war, wir hatten keinen Mothership Core mehr. Er hat allerdings auch nicht dran gedacht. Und hier hat er seine Echse gebaut, an der Gold. So ein Hund. Naja, aber... Da hat er wahrscheinlich dann so ein bisschen gepokert. Okay, dann verliere ich die... Zerstöre seine Army und habe auf jeden Fall die Gold, aber das hat nicht gereicht. Nicht mal mit Focus Fire. Und Focus Fire hat er auch nicht so wirklich gemacht.
Ja, ein bisschen in die Worker reingefokust, aber dann doch umentschieden, den Nexus zu fokussen. Also in dem Moment war very GG. Vor allem hier die Laserstrahler, die machen echt verdammt guten Schaden. Also ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Das ist halt ein Problem. Als Protoss kannst du nicht auf T1 bleiben, um gegen den Protoss zu gewinnen. Sobald einer... Na gut, Storms kann man vielleicht noch eher ausweichen als Kolossen. Sobald jemand Repulsor, Kolosse hat, wird das Match halt wirklich Cancer und das wird schwierig. Aber naja. Gut, das war erstmal eine Aufnahme wieder. Ihr seid für die Woche versorgt damit. Ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.